Und wenn da was dran ist, an dem Satz Geld regiert die Welt, dann kann man sich ja vorstellen oder ahnen, dass diejenigen, die Einfluss auf das Geld und Einfluss auf die Geldschöpfung haben, dass die unglaublichen Einfluss haben, dass sie darüber nämlich die Welt regieren können. Was ist denn ein Banküberfall gegen die Gründung einer Bank? Ein Kavaliersdelikt. Die Gründung einer Bank ist eigentlich die Ungeheuerlichkeit. Das ist doch genial. Mit aus dem Nichts geschöpftem Geld kaufen sie die Welt. Mein alter BWL-Professor, sage ich leutselig, ein Typ, der sich seine Resthaare über die Glatze gegelt hat, sagte immer, eine Bank ist wie ein Friseur. Man geht hinein und verlangt, einmal waschen und anlegen, bitte. Im Schatten der Commerzbank im Frankfurter Bankenviertel treffe ich den umtriebigen Wirtschaftsanwalt Hans Scharf in seiner Kanzlei. Hier geht der Anwalt nicht nur seiner täglichen Arbeit nach, sondern dies ist auch die Hauptwirkungsstätte seines Widerstands. Denn er hat dem Geldsystem und damit der Geldschöpfung durch Privatbanken den Kampf angesagt. Nur mal einfach fragen, welchen Aufwand hatten die gehabt mit der Herstellung des Geldes, was sie verleihen, ja? Und ich sage immer, ne, paar Tastendrücke, bis sie Formular ausfüllen, ja, bis sie Wind machen, ja. Zeitaufwand, keine Ahnung, Stunde, sage ich jetzt mal, oder zwei von mir aus, ja. Oder vielleicht auch drei, ja. Wer bietet mehr? Und derjenige, der das dann bekommen hat, diese dünne Luft, der muss vielleicht 25 Jahre arbeiten. Jeden Tag, was weiß ich, 2 oder 3 Stunden, um das, Anführungszeichen, zurückzuzahlen. Da stimmt doch was nicht, oder? Während meines Studiums habe ich gelernt, in einer Marktwirtschaft hat man als Investor das Recht auf den Gewinn, aber man ist auch verantwortlich, wenn es schief geht und muss dann den Verlust tragen. Das ist die Marktwirtschaft. Aber in diesem Fall wurde sehr viel Geld schlecht investiert, vor allem von Ausländern. Nur jetzt spricht niemand von deren Mitverantwortung. Völlig richtig. Und sie müssen nicht einen Cent Verlust hinnehmen. Aber es gibt ein weiteres Prinzip der Marktwirtschaft, das auch im Anfängerkurs der Universität gelehrt wird und ebenso wichtig ist. Eine Marktwirtschaft ohne durch Goldreserven gedecktes Geld ist instabil. Was ist Geld? Ja, da müssen wir unterscheiden zwischen den sogenannten gesetzlichen Zahlungsmitteln und dem, was sonst als Geld im weiteren Sinn verwendet wird. Gesetzliche Zahlungsmittel sind nur Münzen und Scheine. Die Scheine werden gedruckt von den Zentralbanken, die Münzen werden geprägt von den Münzprägeanstalten und dann in Umlauf gebracht. Es gibt aber, und das sind eben 97% der sogenannten Geldmenge, auch noch das sogenannte Buchgeld oder Chiralgeld. Und das sind einfach nur die Zahlen in den Computern der Banken. Ich gehe auf eine Bank und ich möchte gerne 20.000 Euro. Dann sagen Sie mir jetzt, dass ich nicht die 20.000 Euro bekomme von Frau Müller, die immer gespart hat, nicht Geld zu viel hat, richtig, und mir das gegen Zins verleiht, sondern die Bank gibt mir Geld, was erst entsteht, wenn ich sage, ich brauche Geld. Das heißt, die Bank schreibt auf, dass ich der Bank was schulde. Sie erzeugen Ihr eigenes Geld durch Ihre Unterschrift unter den Kreditvertrag. Ich erzeuge das Geld, wenn ich das Geld abhole. Sie erzeugen es selbst, aber Sie dürfen es nicht wissen. Ja, das verstehe ich nicht. Also das Geld, was ich mir hole von der Bank, das hat die Bank gar nicht, sondern die Bank sagt... Das entsteht durch ihre Unterschrift. Mhm. Das war vorher gar nicht da. Mhm. Warum leite ich es mir nicht bei meiner eigenen Bank? Also, dass ich selbst wenn Sie selbst eine Banklizenz haben, können Sie das natürlich tun. Ja. Jeder, der eine Bank hat, also in seinem Eigentum, kann auch selbst Geld schöpfen. Das heißt, die Bank bilanzrechtlich verschuldet sich für das Geld, das sie, weil es ja eine Schuld ist, gar nicht hat. Ne? Das heißt... Dieses Kreditgeld ist nicht vorhandenes Geld, mhm, ja, was die Bank jetzt einfordert, wiederzubekommen. Was sie wiederfordert, und zwar noch dazu mit Zinsen. Mhm. Ja, also sie gibt auf der einen Seite zu, das, was sie fordert, selbst gar nicht zu haben, mhm, weil sie eine Verbindlichkeit erzeugt, verlangt aber für die Rückgabe dessen, was sie nicht hat, mhm, auch noch zusätzlich Zinsen. Mhm. Und realwirtschaftliche Sicherheiten, zum Beispiel Gebäude, ja, als Sicherheit für einen Hypothekenkredit, ja, vom Kreditnehmer. Mhm. Mit dem Start des Euro seit dem Jahr 2000 fielen in den kleineren Ländern die Zinsen drastisch, weil sie plötzlich zu einem großen Währungsraum gehörten.
Das verführte die Banken und die Regierungen dazu, sich viel Geld für alle möglichen Projekte zu leihen. Viel mehr, als es an Ersparnissen in ihren Ländern gab. Die Banken in Deutschland, Frankreich und anderen Euro-Staaten waren nur allzu bereit, dafür fast unbegrenzt Kredit zu geben. Herr Hörmann, warum wollen Sie das Geld abschaffen? Naja, ich will es nicht abschaffen. Ich prognostiziere nur, dass es politisch nicht haltbar ist. Wir können das Geldsystem, das wir heute haben, politisch nicht aufrechthalten, denn das, was Herr Müller schon wacker immer wieder versucht, unter die Leute zu bringen, was möglicherweise nicht verstanden wird oder was man nicht verstehen will. Geld ist kein positives Vermögen. Geld entsteht heute in einem Buchungssatz jeder privaten Geschäftsbank durch eine sogenannte Bilanzverlängerung. Das heißt, ein privater Mensch oder ein Unternehmer, der sich bei einer Bank oder kleinen Sparkasse Geld ausleiht, der bekommt nie das Geld eines Sparers, sondern das Geld hat vorher noch gar nicht existiert. Es ist ein Buchungssatz. Forderung an Verbindlichkeit. Und zwar beide Male an denselben Menschen, den Kreditnehmer. Und das ist, und ich bin ja Rechnungswesenprofessor, ziemlich pervers. Das muss man so sagen. Ne? Denn die Bank hat eine Forderung, die sich verzinsen lässt und gesteht bilanzrechtlich gleichzeitig ein, dass sie noch nicht geliefert hat. Denn eine Verbindlichkeit heißt, ich bin das, was ich eigentlich liefern wollte, nach wie vor schuldig. Nicht? Und eine Forderung mit einer eigenen Schuld zu begründen, ist zumindest nicht sehr schlüssig. Ne? Lassen Sie mich mal so fragen. Sie gehen zum Bäcker, kaufen eine Semmel und die Semmel kostet 50 Cent. Und dann sagen Sie, Sie zahlen das nicht, weil Sie haben recherchiert, dass er eigentlich seine Marge ist zu hoch. Ist das nicht das Gleiche? Nee, in dem Fall habe ich eine Semmel gekriegt, ja. Aber im Falle der Banken habe ich gar nichts gekriegt. Wieso? Sie haben einen Kredit bekommen und die Banken haben die Aufgabe, Kredite? Nee, nein? Die haben mir nur eine Forderung auf Auszahlung von Bargeld verschafft. Und diese Forderung, ja, die ist so gut wie nicht gedeckt, das muss man vielleicht noch dazu sagen, ja. Also die Deckung dieser Forderung beträgt vielleicht 1-3% Bargeld. Und der Rest ist nicht gedeckt. Das ist schlicht Luft. Ja? Das heißt, die verkaufen mir einen Kredit, für den sie selber bestenfalls 3% Bargeld, wie auch immer, erwerben mussten. Ja? Und für den sie halt eine Mindestreserve von 1% Zentralbankgeld, nenne ich das jetzt mal, vorhalten müssen. Und der Rest ist Luft. Nix. Bits und Bytes. Zahlencode. Ja? Verkörpert durch ihren Kontoauszug. Das ist ein wahnsinniges Geschäftsmodell, ja. Und das hat die dazu gebracht, uns hier allesamt zu Deppen zu machen, ja. Wir stranden im Hamsterrad, dann haben sie es verzockt und jetzt wollen sie auch noch vom Steuerzahler gerettet werden, ja. Also ich sage nur eins, der Laden muss dicht gemacht werden, ja. Ja, bräuchten wir da eine neue Währungsreform? Es kommt immer. Ja. Es gibt kein System wie das unsrige, das über Jahrhunderte funktioniert. Es kommt immer in gewissen Zeitabständen zu einer Neutralisierung von Schulden, indem ich Guthaben neutralisiere. Entweder über Inflation oder über eine Schuldenstreichung oder über steuerliche Geschichten, Zwangssteuern auf hohe Einkommen. Und an diesem Punkt sind wir angekommen. Die gesamte westliche Welt ist so hoch verschuldet, wenn wir das gesamte System schauen, nicht nur den Staat, da ist schon schlimm genug, so hoch verschuldet, dass es nicht mehr tragfähig ist. Da sind so viele Zinslasten und Kapitallasten drauf, was jeder Bürger erwirtschaften muss. Das schaffen wir nicht mehr. Der Staat ist überfordert, die Menschen sind überfordert. Wir sind an dem Punkt, an dem diese Neutralisierung von Schulden und damit gleichzeitig Neutralisierung von Guthaben ansteht. Per Inflation, per Schuldenschnitt in Griechenland oder per Steuer. Alle drei Dinge liegen momentan auf dem Tisch und werden diskutiert. Haben Sie eine Vorstellung, was es bedeuten würde, wenn man überhaupt das Geldsystem so umdreht, dass die Raiffeisen daran gar nichts mehr verdienen kann und auch gar keinen Zinsen mehr verlangen kann? Insbesondere, wenn der Verdacht nahe liegt, dass da Chiralgelder produziert werden, die eigentlich gar nirgendwo waren, sondern nur erfunden worden sind, dann als Kredit verkauft worden sind und dann aber die Leute dazu gebracht worden sind, zu arbeiten. Weil das ist ja der springende Punkt. Wir kommen ja, wenn wir drauf kommen, wir arbeiten unser ganzes Leben und tragen denen diese Überschüsse hin, die wir nicht gebraucht haben fürs Überleben. Ja? Und dann kommen wir drauf, dass die unsere Arbeit zerstören und kaputt machen. Dann ist das ja ein furchtbares Erlebnis. Aber wenn wir ihnen das wegnehmen könnten, dass sie mit dem System nicht mehr arbeiten können, da können sie gleich einmal... Ich glaube, da verschwinden ca. 10.000 Anwälte aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis.
Es gibt tatsächlich Politiker, die behaupten, wir sind Exportweltmeister und sagen, das ist das wichtigste Datum, was wir haben. Wir sind Exportweltmeister. Und alle glauben, na, das ist aber toll. Weltmeister klingt ja toll. Es gibt Länder, die wollen gerne unsere Produkte haben. Die möchten gerne Mercedes fahren, die möchten gerne unsere wichtigen Tabletten kaufen von der tollen Pharmaindustrie, die wir ja haben. Da kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein, aber viele wollen das. Ich will das nur sagen. So, und jetzt ist die Problematik, wie wollen Sie aber deutsche Produkte kaufen in den USA oder auch in Griechenland? Das ist ja auch innerhalb der Eurozone so, wenn Sie nicht unter Devisen, wenn Sie keine Devisen haben, also die Währungen, die Sie tatsächlich brauchen, um es zu kaufen. Aber wenn die einen BMW kaufen wollen, dann müssen sie den halt mit Euro bezahlen. Und wenn sie keine Euro haben, dann können sie keinen BMW fahren, oder? Denn wir sind ja Exportweltmeister und darauf legen wir Wert. Die Amerikaner kommen zum Beispiel zur Deutschen Bundesbank und sagen, wir wollen gern eure Produkte kaufen, aber wir haben leider keine Euros. Könnt ihr uns welche leihen? Und dann sagt die Deutsche Bundesbank, klar, kein Problem. Habt ihr irgendwelche Sicherheiten? Und dann sagen die, nee, wir sind völlig pleite. Und dann sagt die Bundesbank, das macht doch nichts. Das ist doch gar kein Problem. Wir überweisen euch trotzdem was, weil wir müssen auch an unsere Exporte denken. So, und dann überweisen die halt das Geld nach Deutschland und die kaufen dann die Produkte von Siemens und unsere wertvollen Autos und was auch immer. Das Ende vom Lied ist, wir wissen im Vorfeld, dass sie das niemals zurückzahlen können. Wir wissen das. Aber wir leihen es ihnen trotzdem, weil wir Angst haben um die Exportüberschüsse, die eigentlich völlig virtuell eigentlich minus sind. Alle deutschen Produkte, die in den USA zum Beispiel benutzt und gekauft werden, sind Geschenke des deutschen Steuerzahlers. So einfach ist die Welt. Das heißt, es muss früher oder später zu einer Schuldenstreichung kommen. Was aber im Rahmen der Euro-Rettung passiert ist, dass ein immer größerer Teil der privaten Risiken von privaten Investoren auf die Staaten übertragen wird. Das ist der Kern der ganzen Euro-Rettung. Ja. Bis dann der Tag kommt, wo dann eben die Staaten selber bei den reicheren Staaten ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen können. Und dann tritt tatsächlich genau das ein, von dem Frau Merkel uns immer verspricht, dass es niemals kommt. Nämlich, dass die Deutschen tatsächlich mit ihrem Steuergeld für die Risiken haften müssen, die private Investoren in anderen Staaten eingegangen sind. Diese privaten Investoren kamen aber zu erheblichen Teilen aus Deutschland. Das ist das, was bei uns immer nicht dazu gesagt wird. Ich begrüße dazu den Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Herrn Georg Fahrenschon. Grüß Gott, Herr Maratzke. Herr Fahrenschon. Die mit Abstand meisten Fragen werden zum Thema Sicherheit der Spareinlagen im Bürgerdialog der Sparkassen gestellt. Also ganz konkret, wie sicher sind die Einlagen der deutschen Sparerinnen und Sparer? Die Sparerinnen und Sparer können ganz beruhigt sein. Wir haben in Deutschland ein stabiles Finanzsystem. Wir haben Sicherungseinrichtungen, zum Beispiel die Sicherungseinrichtung der gesamten Sparkassenfinanzgruppe, der Sparkassen, der Landesbanken, der Bausparkassen. Wir setzen auf eine Institutssicherung, das heißt, wir stehen alle füreinander ein. Niemand muss um seine Einlagen Angst haben. Wir sind so aufgestellt, dass wir alle Krisen außerhalb intern gut absichern können. Zitate aus der Rede von Georg Fahrenschon auf der Handelsblatt-Jahrestagung Banken im Umbruch. Wir sind wahrscheinlich an einem Punkt, wo zu viel Liquidität selbst zu einem Stabilitätsrisiko wird. Die EZB hat in der letzten Woche selbst öffentlich eingeräumt, dass die für die bessere Kreditversorgung gedachten EZB-Mittel in vielen Fällen bei Banken zum Stopfen eigener Löcher eingesetzt werden. Mit anderen Worten, der eigentliche Zweck wird verfehlt. Es wird Bankenfinanzierung betrieben. Die Wahrscheinlichkeit für krisenhafte Zuspitzungen, für Instabilitäten ist durch diese Form der Geldpolitik deutlich gewachsen. Und am Ende werden die Steuerzahler aus Deutschland und aus Frankreich und aus Holland und aus Finnland die Verluste finanzieren müssen, oder? Genau, so wird es ausgehen.